Rote Rosen, wie sieht Angela Roy heute aus? Rote Rosen News im Galatika, was wurde aus der Hauptdarstellerin der ersten Staffel? Plus Edelgard Hansen ist neu bei Rote Rosen dabei, plus die ARD-Telenovela hat ein kleines Trostpflaster für ihre ZuschauerInnen. Rote Rosen 2021, alle News im Überblick. So sieht Angela Roy heute aus. Sie war die erste Rose. Angela Roy, 63, spielte von 2006 bis 2007 die Hauptrolle in der erfolgreichen ARD-Telenovela Rote Rosen. Die Serie startete mit der Folge, als das Leben von Petra Jansen, Angela Roy, nach einem Seitensprung ihres Mannes aus den Fugen geriet. Nach dem Ausstieg aus der Telenovela folgte für Angela Roy ein weiteres Serienengagement bei Geld.Macht.Liebe. Episodenrollen hatte die Schauspielerin in vielen deutschen TV-Serien, unter anderem in Um Himmels Willen und The Bergdoktor. Neben TV-Produktionen widmete sich Angela Roy aber auch ihrer zweiten Leidenschaft, dem Theater. Ihre Fans hält die 63-Jährige in den sozialen Medien auf dem Laufenden. Auf Instagram zeigt Angela Roy verschiedene Facetten ihres Lebens.